damit ein herzliches Willkommen an alle meine Player, gerne und Hipsters da draußen. Zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, den Thomas und Player Gaddon. In der heutigen Folge werden wir wieder uns an die erste Liga wagen. Mal schauen, was wir so reißen können. Ja, ein Sieg, eine Niederlage haben wir bis jetzt. Ziel war es, diese Saison erstmal die erste Liga zu halten. Und ich glaube, das ist eigentlich auch relativ machbar. So, erstmal hier einige auswechseln, wo die Fitness unter 90 ist. Aber sonst sieht es auch hier relativ nice aus. Und wir können schon direkt anfangen zu spielen. Sparen wir wieder einige Zeit. Wie gesagt, ich habe euch ja letztens gefragt, ob ich mir ein spanisches Team machen soll, aber ja, die meisten fanden das nicht so knorke und orangene Latenz. Ich will nicht auf Risiko eingehen. Ich habe keinen Bock auf ein Laggy-Spiel. Denn das sind die Spiele, wo die Controller an die Wand geklatscht werden und das wollen wir ja jetzt nicht. So, warten wir ein bisschen. Hoffentlich bekommen wir den wieder nicht. Ich hoffe, er hat irgendeinen anderen Gegner bekommen. Ja, nee, ich habe keinen Bock auf den. Wir können ja mal auf die Marktwerte der Spieler von mir angucken. Die Maria, was ist der denn momentan wert? Okay, Verbrauchsobjekt wollte ich nicht machen. Auf Transfermarkt anbieten, Preisvergleich. Was? Aber für wie viel habe ich den gekauft? Pff, keine Ahnung. Habe ich den nicht sogar für 140.000 gekauft oder sind die Preise wieder gesunken? Boah, fick die Hände, die Preise sind tatsächlich gesunken, Alter. Ey, das ist Bullshit. Wie viel ist denn... Alter, wie drücke ich mal auf Verbrauchsobjekt anwenden? Wie viel ist denn Agüero wert? Ja, am Arsch, ich habe 140.000 für den gezahlt. Ach, FIFA, ihr macht das Spiel selber kaputt. Junge, ich habe Millionen Verluste gemacht wegen diesen beschissenen Preisranges, Alter. Im Übrigen, die heutige FIFA-Folge ist in 60 FPS und ich glaube noch bessere Auflösung, aber ob das wirklich so ist, ich weiß es nicht. Und diese orange Latenz, die geht mir sowas von auf die Eier. Habe ich auch keinen Bock drauf. Wir warten wieder ein bisschen und warten und warten und warten und warten. Ich glaube, ich cutte mal das raus, wie wir den Gegner suchen. Also bis gleich. So, hier hätten wir doch schon einen Gegner. The Killer nennt er sich. Wir spielen zu Hause in meinem kleinen Stadion, was ich relativ nice finde. Und mit Regen. Das ist doch immer das Beste, was man haben kann, meiner Meinung nach. Ja, ich bin auch so ein regenkleines Stadionfetischist. Cuadrado auf dem linken Flügel. Costa, Sturm, Sanchez, Di Maria, Ramirez, Rooney, Walker, De Gea, Clichy und die Innenverteidiger. Ach, keine Ahnung. Den Chelsea-Innenverteidiger kenne ich noch, aber mir fällt gerade der Name nicht ein und der andere, keine Ahnung. Mal gucken, was das hier wird in der ersten Liga. Hoffentlich der nächste Sieg, das wäre natürlich nice auf dem Weg. Ay, caramba. Da ging es schon stürmisch los. In der 58. Sekunde. Bam, Junge. Im Übrigen, wie es hier einige FIFA-Fans mitbekommen haben, Samstag ist leider keine Folge rausgekommen. Das lag am... Och, fickende Kinder, Alter. Das lag am Computerwechsel. Ich habe jetzt einen neuen Computer. Ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden damit. Hat auf jeden Fall mehr Leistung, also 60 FPS. Vorher nur 15. Zumindest bei FNAF und sowas. Boah, fick die Hände, Alter. Was mache ich denn hier? Ich habe schon länger kein FIFA mehr gespielt. Ah, schon 5 Tage oder so her. Gerade schon fleißig am Vorproduzieren hier am Wochenende. Hier haben wir eine kleine Lücke, tatsächlich. Können wir hier reinflanken, einfach mal probieren. Pfosten rein. Oh shit. 7. Minute, schönes Tor, so kann es auch weitergehen. Oh, das gucken wir uns nochmal an, Alter. Boom, Pfosten rein, Bitches. Ah, geil. Das war ein Tor. Das war ein richtig geiles Tor. Naja. Gebe ich zu, dass das ein Foul war. Agüero, schön Ball abgefangen. Kommt da an den Verteidiger durch. Ja, der hat kein Pace. Der hat null Pace. Der hat null Pace. Der hat null Pace. Pfosten, Außenpfosten, Digga. Wir sind gerade am Drücker, aber sowas von. Obwohl das Spiel gerade erst mal 8 Minuten geht.
Ah, Mann. Wenn ich skillen könnte, dann... Fuck! Gelb oder rot? Gelb. Taktisches Foul auf jeden Fall, würde ich sagen. Er wäre vorbei gewesen. Ja. Ah, was ist denn? Dafür musst du die Aufnahme stören, ne? Ja, ich habe nachher Fitnessstudio. Um 17 Uhr. Kann ich ja vorher aufnehmen. Ja, hast du jetzt noch was, oder? So, kleiner Cut. Wurde wie immer gestört, ist ja nichts Neues. Ups, die Controller ist auf den Boden gefallen. Ist ja nichts Neues mehr. Da habe ich nochmal Glück gehabt, dass der Kilach keine Tor geschossen hat, genau. So. Ich bereue es immer noch, dass wir die Chance gerade eben nicht genutzt haben. Wenn ich skillen könnte, ich muss das mal üben. Momentan irgendwie vergeht mir langsam die Lust am FIFA-Spielen. In diesem Preis-Range. Gerade schon wieder, ich habe schon wieder so viel Verluste gemacht an den Coins. Es ist immer bitter, wenn man so, solche Verluste macht. Pass. Kommt er an, abseits. Hey! Freistoß aus so einer Position. Mit Walker will ich auf gar keinen Fall schießen. Hazard aber... Oh. Die Maria Linksfuß. Tatsächlich. Boom! Pfosten rein. 2-0. Das war ein richtig geiles Tor. Sieht schon mal richtig nice aus. Da lassen wir auch nochmal die Wiederholung laufen. Die Maria, Alter. Richtig. Guckt es euch an. Boom! Richtig geil reingeschossen. Ah, das Freistoßtraining hat sich doch gelohnt in der Arena. Tschech schön gehalten mit der linken. Alter, dieses Freistoßtor, das war richtig nice. Ah, das haben wir schlecht gemacht mit Ramirez. Aguero. Ja, foul vom Gegner. Aguero ist wieder schön am Laufen. Meinem 3-0 wird es wahrscheinlich einen Rage Quit geben. Viel zu weit gepasst, sonst hätte das 3-0 geben können. Schade, leider sind wir da nicht zum Schuss gekommen. Diego Costa. Hatte ich auch mal, aber der ist mir wirklich zu langsam und mit langsamen Spielern kann ich nicht spielen. Außer mit zentralen Mittelfeldspielern, wenn die gut passen können, wie zum Beispiel so ein Lahm. Also, Eikeramme, Fehlpass, aber ein Heavy-Fehlpass, geklärt schön. So, mein Grammatik sein gut heute. Ja, nice run, sehr schön. Hazard ist hier wieder unterwegs. Heute machen wir ganz schön viele Flanken. Und. Leider ist der Kopfball nicht umgekommen. Ah, schade, wir sind mit der Grätsche leider nicht gekommen. Die Maria hatte fast geklärt. Kein Foul, keine Vorteilsituation. Nice. Alter, dieses Freistoßtor. Ich kann gar nicht mehr aufhören, daran zu denken. Bam, Junge. Schön geklärt. Ah, Aguero. Was war das denn? Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Ja. No, ich hätte auf. Wer war das? Ich lasse mir viel zu viel Zeit. Wir hätten das Spiel schon längst entscheiden können. Denn so ein 2-0 ist nichts. Oh Mann! Manometer! Da war der Peter. Nein. Das war ein richtig schlechter Reim, aber ist ja egal. Genau das meinte ich. Bei einem 3-0 wird es einen Rage Quit geben, aber jetzt. Damn it. Ach. Ich wollte gerade schon ein schlimmes Wort sagen, aber ich hab's doch dann lieber gelassen. What? Deine Mutter hat gepfiffen, Alter. Ah, Mann. Kompanie fast geklärt.
Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich sag dazu besser nichts. Wir hatten die Chance auf den 3-0. Und jetzt so ein Lacktor. Fehler von Čech, würde ich sagen. Er hätte ihn rausblocken müssen. Fuck! Jetzt wird das nochmal ganz schön spannend, das Spiel, ne? Ja, uiuiuiui, würde ich sagen, ne? Ah! Zwei Fehler. Die verstehen sich blind. Ah, nein! Oh, ey. Der ist jetzt am Drücker, aber sowas von. Junge, das ist mal ein geiles Spiel für neutrale Zuschauer hier, ey. Mann, wir müssen irgendwie den Ball... Ficken, Alter. Das war nicht gut. Ah, bam, Junge. Oh nein! Oh nein! Oh, das war knapp. Aber Čech hat das auch ganz schön spannend gemacht. Schöner Pass auf Sanchez. Oh, ich hätte flanken müssen. Ah, ich habe so viele Chancen, aber keine Chance geht irgendwie aufs Tor. Ich will meine Schussgenauigkeit gar nicht erfahren. Ist aber wirklich ein spannendes Spiel. Also, wegen solchen Spielen macht FIFA mal wieder Spaß. So, Sanchez. Alcaramba, das war ein Offensivfoul auf jeden Fall. Ja, bam, Junge. Halbzeit 2-2. Die Schussgenauigkeit bei uns ist grottig und die Chancenverwertung, ich will's. Das war ein geiler Freistoß auf jeden Fall. Mehr Glück als verstanden, aber interessiert kein Schwein. Schussgenauigkeit 85%, das wundert mich jetzt aber stark. Ja, aber ich finde trotzdem, das ist ein geiles Spiel. Ah. Und Achtung, genau hingeschaut. Ja, Malte, da kann durchlaufen, aber Koscielny ist da und rettet schön. Aguero, läufst du irgendwie durch? Ja. Sehr nice. No! Aguero, du musst auf den Ball gehen und nicht irgendwie 6 Milliarden Kilometer irgendwie zur Sonne laufen oder was du auch immer vorhattest. Ah, schade. Zu unplatziert. Boah, auf jeden Fall. Ich glaube, da war Kompany noch fast mit dem Kopf dran. So, Koscielny muss jetzt zurück. Wo ist Walker, verdammt? Ja, Ramirez, richtiges Tier. Das war ein schlechter Pass von Di Maria. War schöner Kopfeinsatz, genau. Körpereinsatz von Felipe Luis, aber. Ja. Ach, fickende Kukschapuak. Der Thomas erfindet hier eine neue Sprache. Die FIFA-Rage-Sprache. Come on, baby, come on! Aguero, Aguero! Yeah! 3-2, Lupfertor. Bam, Junge. Boom, 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 boom. 3-2. Das Tor gucken wir uns nochmal an. Heute bin ich irgendwie so in Wiederholungslaune. Ich hatte aber noch Glück, dass der Tor ins Ball gegangen ist. Genau, dass der Ball ins Tor gegangen ist. Guckt es euch an. Biu! Bam, Junge. Ah, sehr nice. Sehr spannendes Spiel auf jeden Fall. Auch auf der Bank ist mal etwas unsicher. Muss da jetzt ausgewechselt werden? Ja, komm. Och. Das hat aber nochmal Glück gehabt, wirklich. Come on, baby, Felipe Luis. Schön klärt. Puh, Alter. So eine Whisky-Scheiße macht man nicht im Strafraum. So, Hazard hat das schön gemacht. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz, aber nur minimal. Okay, auch noch vorbei an dem da. Der hat eine langsame Verteidigung, das gefällt mir. Ah, aber eine gute, sehr gute sogar.
Come on, baby. Kommt an den Ball, geht an den Ball ran. Walker. Walker. Er darf auch nicht mehr so hart reingehen. Der hat schon eine gelbe, ne? Und wir müssen auf jeden Fall hier einen Sieg rausholen. Also. Ja, komm, Tschech, steh auf und lass dir nicht 500.000 Jahre Zeit. Hazard ganz schlecht gemacht, aber. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Dazu sage ich besser nichts. Jetzt ist er hier wieder am Drücker. Wobei wir eigentlich ein 4-2 machen könnten. Oh, ich dachte, er wäre drin. Ich dachte, er wäre drin. Habe ich nochmal Glück gehabt. Oh ja. Sehr schön. Wieso war Sanchez die ganze Zeit auf der... Ah, es war Hazard. Ich rede die ganze Zeit von Sanchez. Egal. Ja, weil die gleichen Schuhe anhaben. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Kommt er ran, kommt er ran, kommt er ran. No, leider nicht. Di Maria, Di Maria. Ja, skillmäßig sah das schön aus mit dem Hackenpass, aber leider nicht angekommen, ne? Jetzt müssen wir aufpassen, dass er... Tschech, ich liebe dich. Ich liebe dich, Tschech. Ich liebe dich. Hast du schön gemacht. Aber der Pass von Aguero, der war leider scheiße. Scheiße. Komm, 70. Ja, komm. Man kann auch schon sehr optimistisch sein. Ah. Nicht so weit nach hinten. So. Leider nicht. Im Ballbesitz geblieben. Alter, Hazard kriegt jetzt auch nichts mehr geschissen, ne? Aber dafür haben wir noch einen Einwurf rausgeholt. In Richtung 4-2. Das wäre relativ nice, wenn wir das hier jetzt schaffen. Upp. Upp. So. Up, up, up. Wieso machst du den nicht rein, Walker? Frei warst du. Frei. Du warst frei und konntest ein Tor machen. Leider hast du dies... Oh, Gott sei Dank. Ja, wäre ich mir sogar gar nicht so sicher. Ja, komm. So schwer kann das auch nicht sein, Schiedsrichter zu sein. Ja, Schüsse sehr ausgeglichen jetzt. Komm. Fick die Henne. Ramirez, ich liebe dich. Jetzt ein Konter, jetzt ein Konter, jetzt ein Konter. Okay, der Pass war unnötig, aber... Oh nein, Aguero war alleine in der Mitte. Oh, De Gea ist Kopfballungeheuer, Alter. Komm raus, Tschech. Sehr nice. Sehr nice. Und seine Abwürfe. Grandios. Hazard hat sich jetzt wirklich immer durchgekämpft. War heute ja nicht so besonders oft. Als. Yo! Wahrscheinlich! Ah, fuck, ausgeglichen. Oh, wie viel Pace hat der Junge denn? Oh, oh Mann, Mann, klärt den doch! Das gibt's doch gar nicht! Oh Mann! Abwehrfehler hoch 5000. So, jetzt auf totaler Angriff stellen. Ein bisschen Zeit haben wir ja sogar noch. Walker ist vorbei. Oh, Walker, Mann! So, Hazard. Aguero. Ecke? No, keine... Oh, das gibt's doch gar nicht! Ecke! Da war jemand dazwischen, bin ich mir sicher. Ecke? Gibt's eine Ecke? Ja, am Arsch! Nicht am Abschluss hindern, Mama. Deine Mutter konnte sie auch nicht am Abschluss hindern, ne.
Ja, komm! Ja, das hat man davon, wenn man seine Chancen nicht nutzt. Das ist jedes Mal dasselbe. Scheiß Karma, Alter. Ja, weißt du, sowas wie das ist ein Glückstor. Das ist einfach nur ein kleiner Fehler von Schech, da ein Abwehrfehler. Ja, und dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige FIFA-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.